Der vorletzte Spieltag ist bereits ein Tag der Entscheidungen. Im Westen kämpfen mit Leverkusen, Gladbach und Schalke noch drei Teams um den zweiten Platz. Die Knappenschmiede muss im Revierderby gewinnen, um sich eine Restchance aufs Halbfinale zu wahren. Und wir gehen rein in dieses Derby. Die Gäste stoßen an, ganz in Weiß von rechts nach links. Der BVB in Schwarz-Gelb. Kempel. Immer noch Kempel, schöner Doppelpass mit Brunner. Kempel, 1-0 Borussia Dortmund. Fünfte Spielminute. Und Kempel lässt da Tibara stehen. Und das ist Niculek und das ist das 2-0 für den BVB. Chancen konnten sie dann nicht kreieren. Und wenn sie sich ergaben, haben sie nicht verwerten können. Und der Unterschied zum BVB, der hier auch hier eiskalt zuschlägt. Paris Brunner, 3-0, die Entscheidung. Aber am Ende steht der Derby-Sieg von Borussia Dortmund. 3-0 gewinnt die Elf von Mike Thulberg. Und jetzt volles Augenmerk auf diese Begegnung, denn hier geht es um Platz 2, also den Halbfinaleinzug um die deutsche A-Juniorenmeisterschaft. Und Borussia Mönchengladbach legt direkt mal vor durch Winsley Boteli. 3-0 Leverkusen bekommt irgendwie keinen Zugriff und deshalb legen die Fohlen direkt nach durch Josia Uwakonje. In der zweiten Halbzeit kommt die Werkself noch einmal zurück ins Spiel durch Jordan Zirkzee. Der Jubel bei den Gästen, der ist zwar groß, aber nur von kurzer Dauer, denn Gladbach holt sich ganz wichtige Punkte im Liga-Endspurt. Der SC Paderborn, so etwas wie die Mannschaft der Stunde. 5 Siege in Folge und heute beim 1. FC Köln zu Gast. Die Rheinländer ganz in Weiß gehen zunächst in Führung. Der erste Schuss, der wird noch gut gehalten von Florian Pruß. Beim zweiten Schuss von Neo Telle ist der aber chancenlos. Die Führung hält nur 3 Minuten. Der Ball kommt zu Kevin Luca Gleisner und der platziert ins kurze Eck. Paderborn mit viel Selbstvertrauen angereist und ordentlich Zug zum Tor. Paul Kohlstedt erhöht nach 29 Minuten auf 2-1 für die Gäste. Und nur 2 Minuten später hat Milan Hoffmeister viel Platz. Der Mittelfeldspieler mit seinem 4. Saisontreffer. Auch das Hinspiel konnte der SCP gewinnen. Wer daran noch zweifelt, dem gibt Emir Hahn Delifer die Antwort. Zum Zungeschnalzen sein direkt verwandelter Freistoß. 1-4, 6. Sieg in Folge für Paderborn. Die erste Mannschaft von Alemannia Aachen zurück im Profigeschäft und auch der Unterbau spielt eine tolle Saison. Der Aufsteiger stabil im Mittelfeld der Tabelle unterwegs. Im Auswärtsspiel bei der Viktoria aber zunächst unkonzentriert, Ballverlust und Malek El Mala mit der Kölner Führung nach 5 Minuten. Der 1,93 Meter große Stürmer durfte ja bereits Drittligaluft schnuppern, feierte sein Debüt im Spiel gegen Preußen Münster. Und nach diesem Handspiel, da zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Und El Mala schnappt sich auch hier den Ball. Sein 9. Saisontreffer, 3. Doppelpack. 2 Minuten später ein Eckball wie aus dem Lehrbuch. Kerim Taskal auf Zumane Keita. Und da steht es schon 3-0. Auch die Alemannia bekommt die Chance vom Punkt. Wir sind in der zweiten Halbzeit. Isa Zumbül kommt zu Fall. Und Lirim Yashari auf dem Weg zu seinem 12. Saisontreffer. Er ist ja Aachens Topstürmer, wechselt nach der Saison zum VfL Bochum. Der Abgang tut der Alemannia sicherlich noch weh, die hier mit 1-3 in Köln unterliegt. Im Schatten der großen Düsseldorfer Arena empfängt die Fortuna das Tabellenschlusslicht vom SC Verl. In der ersten Halbzeit passiert nicht viel. In der 55. Minute gehen die Gäste in Führung. Nils Kautschor verwandelt den Abpraller und lässt Schwarz jubeln. Fortunas Antwort in der 68. Minute. Schöner Ball mit dem Außenriss und Runay Arabaki mit dem nicht ganz freiwilligen Doppelpass und dem Ausgleich. In der 83. Minute Düsseldorf mit dem Siegtreffer. Wieder ist es der starke Arabaci, dieses Mal zu Selahattin Çankırlı. Und der 18-Jährige mit seinem ersten Saisontreffer sichert er der Fortuna die 3 Punkte. Ruhrgebietsderby. In Bochum ist der MSV Duisburg zu Gast und die Gäste einen Punkt und Platz vor dem VfL in der Tabelle. Duisburg erwischt einen Sahnetag, Kanin Anoglu mit starkem Dribbling und den Abschluss lässt er sich nicht nehmen.
Auch nach dem Seitenwechsel ist es wieder der türkische U19-Nationalspieler, geboren in den USA, der nicht vom Ball zu trennen ist, 0:2. Der dritte MSV-Treffer nach einer Ecke, Faidin Turudia, bekommt zu viel Zeit. Und auch der vierte Treffer nach einer Ecke, Stefan Tasic, kommt im zweiten Anlauf an die Kugel und schiebt aus rund 11 Metern ein. Duisburg gewinnt deutlich und zieht an Bochum in der Tabelle vorbei. Arminia Bielefeld gegen den Wuppertaler SV, zwei Aufsteiger im direkten Duell. Das Hinspiel endete 2:1 für Wuppertal, einer von nur zwei Siegen in dieser Saison. Nach etwas mehr als einer halben Stunde gehen aber die Hausherren in Führung. Lukas Maurice Kiewit schön in Szene gesetzt. Und nur 5 Minuten später kombiniert Bielefeld wieder gut, bekommt aber auch einfach zu viele Freiräume und geht mit 2:0 durch Niklas Burlage in Führung. Wir springen die 70. Minute, Schiedsrichter Maurice Stubenrauch zeigt nach diesem Handspiel auf den Punkt und der WSV verkürzt auf 1:2, Walon Tsuchi im zweiten Anlauf. Dabei bleibt es dann Bielefeld mit Big Points in diesem Spiel. Bereits am Mittwoch das Nachholspiel vom 21. Spieltag zwischen Borussia Mönchengladbach und dem MSV Duisburg. Und die Fohlen, die stehen tief in der Zone des MSV. Die Gäste können sich nicht befreien. Winsley Botelli mit der Führung nach 6 Minuten. Der Top-Torjäger zuletzt oft in Gladbachs U23 eingesetzt. Jetzt zurück in der Mannschaft von Oliver Kirch. Und wie auch der zweite Treffer durch den Schweizer, der einfach weiß, wo ein Stürmer stehen muss. Der dritte und letzte Treffer durch Flavio Hoxha. Auch er wird schön in Szene gesetzt. Borussia Mönchengladbach mit dem nie gefährdeten 3:0 gegen den MSV Duisburg. Für Mönchengladbach bedeutet das 6 Punkte in dieser Woche, denn auch das Spitzenspiel gegen Leverkusen geht an den Niederrhein. Dortmund mit dem Sieg im Revierderby und Paderborn mit dem 6. Sieg in Folge. Platz 5 ist in Ostwestfalen nicht mehr zu nehmen. Ganz oben hinter dem BVB Gladbach mit den besten Chancen auf das Halbfinale. Im Tabellenkeller tauschen Bielefeld und Bochum die Plätze. Hier entscheidet sich alles erst am letzten Spieltag. Und bei den Top-Torjägern meldet sich Gladbachs Winsley Botelli eindrucksvoll zurück. Damit sage ich, André Scheidt, tschüss aus dem Westen. Ein herzliches Hallo aus dem Süd-Südwesten. Wir starten beim Staffelmeister in diesen 25. Spieltag. Hoffenheim hat den VfB in Weiß zu Gast. Die Schwaben zuletzt mit 3 Siegen in Folge wollen die Serie fortsetzen. Und Efe Korkut macht den Auftakt für den VfB, 1:0 in der 8. Minute. Dann schon ein Weitersprung, 66. Minute. Hoffenheim antwortet mit Luca Erlein, der 1:1 Ausgleich. Und in der 78. Minute wieder Hoffenheim, Max Mörstedt, Spiel gedreht. Dann die 81. Minute und Julian Lührs ganz unglücklich mit dem Eigentor, 1:3 aus Stuttgarter Sicht, aber die geben nicht auf. 90. Minute Kenny Friesley mit seinem ersten Saisontor. Doch nach 4 ungeschlagenen Spielen verliert der VfB mal wieder, Hoffenheim gewinnt mit 3:2. Der FC Ingolstadt geht mit dem bisherigen Co-Trainer Julian Lindermeier als Interimstrainer in den Saisonendspurt, nachdem Cheftrainerin Sabrina Wittmann ja zu den Drittliga-Profis befördert wurde. Der Mannschaft tut das aber keinen Abbruch. Alexander Seifert in der 22. Minute hier mit dem 1:0 im Spiel gegen den FC Augsburg. Und in der 35. Minute legen die Gastgeber in Rot nach. Mika Hamm, sein drittes Saisontor, alle in den letzten 4 Spielen zum 2:0. Dann ein ganz, ganz weiter Sprung hinein bis in die Nachspielzeit. Augsburg ja schon seit letzter Woche sicher abgestiegen. Doch die Gäste geben hier nicht auf, tragen nochmal einen schönen Angriff nach vorne. Und Konstantin Kressin mit seinem ersten Saisontor 8 Minuten nach seiner Einwechslung. Dabei bleibt's. Ingolstadt gewinnt auch ohne Cheftrainerin Wittmann mit 2:1. An der Grünwalder Straße hat 1860 Mainz zu Gast. Es ist das Duell 8er gegen 5er und für die Löwen in Blau geht's gut los. Nach einer knappen Viertelstunde gibt's 11 Meter. Mike Geworgian zum 1:0. Dann ist eine gute halbe Stunde rum. Jetzt die Mainzer. Die Flanke kommt gut und in der Mitte Luis Bierschenk mit seinem zweiten Saisontor zum 1:1 Ausgleich. Dann schon die 80. Minute. Nochmal Mainz. Das ist Dominik Hallbeck und der dreht hier das Spiel, der 16-Jährige. Beim U19-Debüt eine Minute nach der Einwechslung direkt mit dem ersten Tor. Mainz gewinnt mit 2:1.
Karlsruhe gegen Frankfurt, Sechster gegen Vierter im Schatten des Wildparkstadions. Der KSC zuletzt mit 2 Niederlagen zeigt hier eine entsprechende Reaktion. Nach einer Viertelstunde Louis Ben Fahad mit dem 1:0 für die Gastgeber in Blau. Dann der Sprung in die zweite Hälfte, 54. Minute. Wieder der KSC im Angriff und in der Mitte Fano Lutoli, 4. Saisontor für ihn zum 2:0. Der KSC hat noch nicht genug, stresst die Frankfurter hier im Spielaufbau, provozieren den Fehler und Erik Popp sagt Danke, sticht als Joker, 3:0, das Ding quasi entschieden, aber nicht mit der Eintracht. 89. Minute, Marko Mladenovic, nur noch 1:3 und noch ist ein bisschen Zeit. Eine Minute später, Langholz vorne rein, Paul Wünsch, 2:3, doch die Aufholjagd kommt zu spät. Karlsruhe gewinnt nach 2 Niederlagen mal wieder, schlägt Frankfurt mit 3:2. Am FC Bayern Campus haben die siebtplatzierten Münchner den SV Sandhausen zu Gast und die Gäste in Grün müssen gewinnen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Doch einer spielt direkt mal den Spielverderber, Adin Licina, in der 10. Minute mit seinem 8. Saisontor zum 1:0. Nach einer guten halben Stunde wieder die Münchner, wieder mit Adin Licina. Erst noch pariert, aber der Abpraller sitzt. Licina meldet sich nach Gelb-Rot-Sperre mit Doppelpack zurück und nur 4 Minuten später schon wieder die Bayern im Vorwärtsgang, diesmal Manuel Pisano, 1. Saisontor für ihn, 3:0 und wohl alles klar. Aber Sandhausen, jetzt wohl aufgeweckt, will die allerletzte Chance doch noch irgendwie ergreifen. 36. Minute, Felix Binder, 5. Saisontor für ihn, 3:1 und noch ist nicht Pause. Sandhausen dribbelt sich nochmal in den Strafraum und dann das Foul. Es gibt Elfmeter für die Gäste. Armin Sivic reingehämmert. Nur noch 2:3 zur Pause und das Spiel lange offen. Doch in der 84. Minute Ballverlust Sandhausen und dann geht's schnell bei den Bayern. Youssef Nasrawe, der deutsche U17-Nationalspieler im ersten U19-Einsatz, 3 Minuten nach seiner Einwechslung mit dem ersten Tor. Und in der 90. Minute kommt Samuel Unsöll zu Fall, übernimmt den Elfmeter dann anschließend gleich selbst. Comeback nach 8-monatiger Verletzungspause für ihn. Setzt den Schlusspunkt, 5:2, damit ist klar, der SV Sandhausen steigt ab. Abstiegskampf ist auch das Stichwort für den ersten FC Heidenheim. Nürnberg ist schon gerettet. Heidenheim kann mit einem Sieg nachziehen. Doch es sind die Klubberer mit dem besseren Start. 4. Minute, Nisa Üstel trifft nach seinem ersten Tor letzte Woche direkt wieder. Dann aber Heidenheim, die Gäste in Weiß, wissen, was hier auf dem Spiel steht, wollen es aus eigener Kraft schaffen. Hier gut vorgetragener Angriff und Luke Knapp mit seinem 9. Saisontor zum 1:1 Ausgleich. Nur 3 Minuten später wieder Heidenheim und Christopher Nägele dreht das Spiel, sein 8. Saisontor. Dann schon ein weiter Sprung in die Schlussphase. 82. Minute, Heidenheim immer wieder über außen und in der Mitte dann das Foul. 11 Meter für die Gäste. Janne Berner übernimmt ganz sicher. 3:1. Der FCH biegt ein auf die Siegerstraße, aber will noch mehr. Stresst Nürnberg hier im Aufbau. Gewinnt dadurch den Ball und ab geht's Richtung Strafraum und schon wieder das Foul. Vorteil abgepfiffen, auf Elfmeter entschieden in der 88. Minute. Dieses Mal übernimmt Christopher Nägele, auch der macht das ganz cool. 4:1 und in der Nachspielzeit der Schlusspunkt. Wieder Christopher Nägele, Dreierpack für ihn, sein 10. Saisontor. Heidenheim macht mit dem 3. Sieg in Folge den Klassenerhalt klar. Die bereits geretteten Nürnberger können die Niederlage verschmerzen. Abstiegskampf pur in der Pfalz. Kaiserslautern muss gewinnen, um noch Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. Fürth kann diesen mit einem Sieg klar machen und es geht gut los für die Gäste in den türkisen Trikots. Raphael Adile in der 4. Minute mit dem 1:0 und in der 2. Hälfte das nächste Kopfballtor. Tim Bayerlein in der 67. zum 2:0 und der hat ein bisschen was nachzuholen nach 6 torlosen Spielen mit dem Doppelpack. 89. Minute, 3:0. Fürth sichert sich den Klassenerhalt und sorgt für den Abstieg des FCK.
Wir blicken auf die Ergebnisse am 25. Spieltag. Insgesamt 32 Treffer in 7 Partien. In der Tabelle sind am vorletzten Spieltag alle relevanten Entscheidungen gefallen. Hoffenheim ja schon seit letzter Woche Meister, Ingolstadt Zweiter. Dahinter geht es nur noch um die Endplatzierungen. Im Tabellenkeller retten sich nach Nürnberg auch Fürth und Heidenheim. Sandhausen und Lautern steigen zusammen mit Augsburg ab. Die einzige Frage, wer wird Torschützenkönig? Das entscheidet sich nächste Woche zwischen Mladenovic und Mörstedt. A-Junioren, Bundesliga, Nord-Nord-Ost. Die Hertha kann Meister werden in dieser Staffel. Allerdings braucht es dazu einen Sieg. Und der Auftakt läuft für den Tabellenletzten besser. Der VfL Osnabrück nach 21 Minuten in Führung durch Rohin Shivani. Aber dann kommt die Hertha mit der vollen Kapelle. Jamie Sherwood mit dem 1:0. Und dann gibt es den Elfmeter auf der anderen Seite. Den schnappt sich Oliver Rölke, versenkt ihn. Es ist der Endstand und damit steht Hertha BSC als neuer Meister der Staffel Nord-Nord-Ost fest. Wolfsburg war noch der ärgste Verfolger vor diesem Herthaner Erfolg gegen St. Pauli. 39. Minute, das 1:0. Durch Andreas Rönne Börset und dann 45 plus 1, da ist Jinan Pejinovic, Saisontor Nummer 27 für ihn. Rein in Halbzeit Nummer 2, es läuft noch besser für Wolfsburg, Jan Bürger mit dem 3:0 und dann ist da nochmal Pejinovic wieder mit dem Kopf. Dieses Mal wird es ihm einfach gemacht, Saisontor Nummer 28, also für ihn. Und den Abschluss macht dann Nilas Jakobi. Damit dann 5:0 die Wölfe auf Platz 2 festgenagelt. Rüber nach Berlin. Die Eisernen empfangen Hannover 96. Die beiden wollen noch die Plätze 3 und 4 unter sich ausmachen. Das 1:0 in dieser Phase durch Albion Yahai für die Eisernen und dann etwas kurios der Abstauber Dennis Husser, der ihn ausnutzt in der 21. Minute. Rein in Halbzeit Nummer 2 und dann semmelt hier Jason Videra Pereira in der 83. das Ding unter die Latte, schnürt so den Hannoveraner Sieg fest. Damit stellen die punktgleich auf Berlin. Meppen empfängt RB Leipzig. Für Meppen gilt es noch, aus dem Keller sich irgendwie zu befreien nach Möglichkeit. Leipzig will oben mitmischen um Platz 3 und 4 und schafft das auch zumindest mal im Auftakt hier mit dem 1:0 Winners Osawe mit diesem Tor und dann Dino Klapia, der dann nachlegt zum 2:0 und dann rein in Halbzeit Nummer 2. Wieder sind das die Roten Bullen. Nuha Jatta ist es, der auf 3:0 stellt. Und dann gibt es noch ein wenig Ergebniskosmetik. Turbulente Szene. Am Schluss ist der Ball drin. Luca Köster macht 90 plus 4. Etwas Ergebniskosmetik klar in diesem Spiel. Eintracht Braunschweig empfängt den Hamburger SV. Wir sind in Halbzeit Nummer 2. Dejan Lasic mit dem 1:0 für die Löwen aus Braunschweig. Dann aber auf der anderen Seite das 1:1. Wie gesehen, Bilal Yalcinkaya mit dem Elfmeter und dann ein wunderbares Tor noch zum 2:1. Jeremy Gandert, der HSV, dreht diese Partie gegen Braunschweig. Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden. Für Rostock geht es noch gegen den Abstieg. Dresden im gesicherten Mittelfeld. Hansa kommt. Hansa schießt das 1:0. 17. Minute. Tim Krohn für die Kogge. Nur 6 Minuten später ist es dann Klaas Samso, der zum 2:0 trifft. Und dann wird es aber nochmal etwas spannender, denn es gibt den Elfmeter. Und Luca Krause verzögert, Torwart dran,
Ball trotzdem drin. Das also der Halbzeitstand, mit dem wir dann in Halbzeit Nummer 2 gehen. Maximilian Heiden stellt dann auf 3-1 und Lukas Stolt auf 4-1. Wichtiger Sieg im Abstiegskampf für den FC Hansa Rostock. Auch Carl Zeiss Jena ist ziemlich weit unten mit drin. Umso wichtiger also dieses Spiel hier gegen den SV Werder Bremen. Wir sind in der 30. Minute und wir sind beim 1-0. Juval Rano für den SV Werder. Nur 7 Minuten später ist es dann Julius Jaos, der wunderbar bedient wird. Schön in den Rücken der Verteidigung gespielt. Und dann gnadenlos verwandelt. Halbzeit Nummer 2 wird Wesley Ade schick bedient, der das 3-0 erzielt. Und das 4-0 ist dann ein Elfmeter von Salim Musa ausgeguckt. Und damit dann der Endstand. Bremen gewinnt gegen Jena 4-0. Das hier noch einmal alle Ergebnisse des vorletzten Spieltages in der Staffel Nord-Nord-Ost. Hertha BSC ist damit der Champion dieser Staffel und darf sich damit aufmachen zu den großen Halbfinals und vielleicht auch zu den Finals dann um die deutsche Meisterschaft. Unten weiterhin ein extrem enges Rennen. Und dann schauen wir noch auf die Torjäger. Jinan Pečinović eilt der Konkurrenz davon mit aktuell 28 Toren. Das war's aus dem Nord-Nord-Osten. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.